So, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Sims 4 The Legacy Challenge. In der letzten Folge haben wir das einigermaßen hingekriegt, das Dach hier drauf zu ballern. Wir haben immer noch 3200 Flöckchen über, deswegen können wir noch mal gucken. Das war hier vielleicht mal ein bisschen jetzt anfangen, was mit den Türen zu machen. Das ist natürlich viel zu groß. Vielleicht könnten wir die Wände mal ein bisschen anheben hier. Können wir das nachträglich noch einfügen, indem wir das auf die mittlere Raumhöhe anheben? Jawohl, das können wir. Dann sieht's aber vielleicht ein bisschen kacke aus. Warte mal, ich mache mal kurz eben hier das Dach wieder drauf. Wobei, das ist zu hoch jetzt. Das passt so gar nicht mehr irgendwie. Aber das macht gar nichts, denn dadurch können wir jetzt hier eventuell nochmal den Erker anheben. Und auch die anderen Dächer hier. Dann wirkt das Ganze vielleicht wieder ein bisschen geiler. Wir gehen mal nach. Ich komme einfach. Ich werde nicht fertig, wie man merkt. Das ist ein Trauerspiel. Machen wir das mal ein bisschen schräger. Dann passt das, glaube ich, auch. Ich glaube, jetzt passt es sogar noch besser. Ich glaube, ja. Was sagst du denn dazu, Ela? Sie hält sich. Mir kam gerade eine ganz andere Idee. Oh Gott. Kann da auch ein Komplettdach nehmen. Nur dann müssen wir gucken. Es ist wahrscheinlich gefiert. Ja, guck da auch wieder eine Spitze raus. Wenn wir ein Schrägdach nehmen. Und zwar eins, was... wie eine Pyramide ist. Das Ganze dann da lang ziehen. Wenn wir dann ein Komplettdach nehmen. Über die... Statt der drei Einzelnen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ausprobieren möchte. Du kannst ja immer noch wieder zurückgehen. Rückgängig machen alles. Stimmt. Ich finde witzig, dass er automatisch jetzt hier irgendwie die Wände wieder gelöscht hat. Nee, die habe ich weggemacht. Ah, okay. Da siehst du mal wieder, was ich mitkriege. Okay. Ja, da warst du ja auch gerade am Fenster nach dem... nee. Da gibt es einmal dieses Gedrehte. Genau. So, und jetzt... mal hier hin. Nur die Weite verändern, genau. Da unten drunter eine kleine Terrasse oder so. Jetzt auch nicht so die perfekte Lösung, oder? Nee, vor allem, weil das hier raussteht. Da hat mir das vorher besser gefallen, tatsächlich. Dann machst du wieder weg. Oder? Ich finde das so schicker. Vor allem, wenn man das jetzt mit dem Dach oben drauf betrachtet. Ich glaube, ich finde das so ganz gut. Vielleicht arbeite ich hier auch noch mit viel kleineren Dachsegmenten oder so. Da müssen wir mal schauen. Jetzt ist natürlich die Dachhöhe wieder extrem hoch. Kann man ja immer niedriger machen. Ja, Nur beides niedriger werden. Ja, das ist mir schon klar. Ich meinte jetzt die Geschosshöhe hier eigentlich tatsächlich. Aber gut, wir wollen ja etwas höhere Wände haben. Also ich, meine ich jetzt natürlich. Können wir die Tür drehen irgendwie? Ah, genau. Macht das Sinn, die Tür da direkt in der Mitte zu haben oder vielleicht lieber hier? Ich glaube, mittig ist optisch ganz gut. Gut, dann machen wir das mal mittig. Hauptsache, das Frau ist glücklich, du. So, dann brauchen wir noch ein adäquates Zäunchen, was wir hier rumführen wollen. Was haben wir denn nochmal gleich als Geländer genommen hier? Da können wir uns ja vielleicht ein bisschen nachrichten. Natürlich hat es jetzt natürlich nichts Passendes dazu. Oben drauf eckig und dann diese Sterne drinne. Ach, da ist es. Zaun im Präriestil. Ist natürlich fast einer der teuersten wieder. Natürlich. Ach, okay. Da müssen wir erst eine Wand setzen. Okay.
Kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und dann müssen wir hier auf den Zaun gehen und dann den Zaun im Präriestil nehmen und den da hinsetzen. Ja, hat doch was, oder? Sehr schick, sehr schick. Hat was, ne? Das hat was. Noch schöner wäre es, wenn wir jetzt hier so eine Traufkante unten hätten, also so ein Mini-Dach unten rum. Das wäre noch schöner. Aber das lässt sich, glaube ich, nicht realisieren in dem Spiel. Oder? Ich bin doof. Nein, ich mag das gar nicht kompliziert. Na, das geht gar nicht. Du weißt aber, wie ich das eigentlich vorhatte? Nee, ne? Ja, klar. Ja, klar. Ich glaube, das geht so wirklich nicht. Da müsste man dann nochmal einen Absatz draufsetzen, was du aber durchaus machen kannst. Du meinst auf die Etagen? Ja. Zumindest wird es da optisch angeboten. Ist aber nicht machbar, weil da müssen wir alles neu machen. Wobei man ja jetzt Räume einzeln nehmen kann. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ist das hier nicht der Absatz? Das Absatztool? Nee, nee, da oben. Über den Räumen zwischen Dach und Raum. Ja, Friesen und Außenleisten. Toll. Für die Friesen müsstest du wahrscheinlich wirklich den ganzen. Ja. Wobei es auch nur übergeblendet, ne? Das macht aber nichts. Das ist in etwa das, was du haben wolltest, ne? Eieieiei, jetzt hauen wir aber hier prächtig auf die Kacke, hör mal. Größere Niveauhöhe erforderlich, bitte? Also brauchen wir ganz hohe Wände. Sollen wir mal auf ganz hohe Wände umschalten? Oh weh, oh weh. Das ist doch ganz schick. Ja. Passt doch gut zum Zaun, finde ich. Aber jetzt ist das Fenster weg. Warum? Kann man das nicht noch irgendwie editieren, das Ding? Das ist nicht gut. Das Ding verändert mir hier alles. Ne, das ist der Raum, ne? Aha, machen wir mal so. So. Ja. Tja. Müssten wir kleinere Fenster für nehmen. Ich mag die Fenster in der Größe, aber. Naja. Das geht so eigentlich auch. Ist auch nicht ganz so klobig, so kann man es, glaube ich, lassen. So hat es einen vernünftigen Randabschluss. Oder? Ja, ist ganz schick. Gut, dass du es gesehen hast. Dachleisten. Damit müssen wir auch nochmal arbeiten hier. Nein, nicht. Aber wenn dann bitte in anderen Farben. Bei den großen zumindest. Was denn? Schwarz? Ja, das ist doch gut.
Wie lange wir uns jetzt an dem scheiß Dach aufhalten, ne? Aber ist auch egal, wir müssen ja die Zeit jetzt ein bisschen rumkriegen, weil wir müssen ja die komplette zweite Staffel mit der dritten und vierten Generation füllen. Da haben wir ja noch massig Zeit. Das hier oben möchte ich gerne wegmachen. Das sieht jetzt nicht so geil aus. Danke. Ja, das kommt wegen den Wänden wahrscheinlich, ne? Da so automatisch so ein Dächlein drauf gezimmert hat. So, dann machen wir natürlich jetzt hier ganz schnell mal eben wieder direkt hier das Wendler, also das Zäule. Ah, gucke mal, schau, wie schön das ist, sag mal. So. Da kann ich keinen Zaun hin machen. Das jetzt. Ah, doch, kann ich wohl. Nee! So. Also, ich muss sagen, unser kleines, dezentes Häuschen entwickelt sich langsam. Unser Konto schrumpft auch immer weiter. Das ganz. Jetzt musst du da aber auch diese. Genau. Nee, echt. Ach, das ist kein geschlossener Raum, deswegen wahrscheinlich, ne? Kann ich das jetzt nicht umlaufend machen? Doch, mit Shift dürfte es gehen. Auch nicht. Okay. Negativ. Negative, Sir! Aber das macht mir auch gar. Mein Gott, diese blöde Steuerung hier! Ah, ich bin immer noch da oben, deswegen. Ah, guck mal, wie schön das einfach jetzt geht. Ich hätte nichts gesagt. Ah, bleib doch mal stehen, Kamera! Ich tu dir auch nichts. Also, ich muss sagen, das entwickelt sich so langsam, aber sicher zu so einem kleinen Dekadenzchen hier. Wir haben übrigens immer noch keine Räume für Betten eingebaut. Nein, dann müssen die halt alle in einem Raum schlafen. Das sind diese Fenster hier, ne? Ne, warte mal, wir hatten schmalere Fenster. Aber oben können wir vielleicht etwas größeren nehmen. Hier zum Beispiel. Ah, das passt wieder nicht. Dann brauchen wir den Zuklapper. Klapp, klapp. Es klappert die Mühle am Rauschen. Ich bin ja schon ruhig, okay? Wie hatten wir, auf welche Höhe hatten wir das hier gesetzt? Eins von unten, also auf die Höhe. Ja, da hätte ich die auch hingesetzt, tatsächlich. Passt das hier? Da kriegen wir fast nichts mehr auf dem Balkon drauf. Das ist ein bisschen unpraktisch, ne? Ja, doch, klar kriegen wir da noch was drauf. Aber Unabhängig von den Fenstern. ja, aber die. Ich möchte jetzt nicht Puppetrie sagen. Wie kriegen wir. Dann kriegen wir jetzt hier kein Fenster mehr hin. Kleinere Fenster, die ähnlich aussehen vielleicht. Vielleicht soll man aber auch nochmal durchgucken können. Ja, nur an dem Rand, würde ich sagen. Dann bleibt ja nur das Ding. Passt auch nicht. Zwei breit. Das sind die kleinsten Fenster, die ich hier finden kann. Das geht gar nicht. Nö, es passt einfach nicht. Was ist das denn hier? Nach Fenster, nach Zimmer. Nein. Jetzt bin ich verwirrt. Dann müssen wir das doch irgendwie anders lösen. Warum gibt es nicht einfach so ein mehrere Etagen übergreifendes Fenster? Ja gut, kann man ja natürlich damit machen. Dann einfach das nächste darunter setzen. Alter, ist das schön hässlich. Gibt es ein vierbreites von der Sorte? Nee, ne? Vermutlich nicht, nein. Das wird hier gut hinpassen. Ist das in der Flur wenigstens? Ja, das ist der Flur. Das ist irgendwie merkwürdig. Von außen so ein Riesentrümmer und von innen so eine kleine Schießscharte. So, Kuckuck. So, und dann würde ich mal sagen, sind wir aber auch schon wieder dabei angekommen, dass wir hier schon wieder ein kleines Kettchen machen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir uns langsam um die Inneneinrichtung kümmern, oder?
Mit 700 Simoleons. Oh, das Fenster war teuer, glaube ich. Ich glaube, das nehmen wir vielleicht nochmal weg. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.